Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes. Wir gehen heute wieder so ein bisschen auf unveröffentlichte Einnahmen ein, aus dem Gefängnis. Also meine Aufnahmen, meine privaten Aufnahmen quasi. Also, ich hab sie erfolgreich. Lauter, ja? Okay. So, wie ist jetzt? Erfolgreich zurückgeholt, ja, aus den Fängen von Massak. Habe ich ja bereut, weißt du, hätte ich lieber wegen des Todes aufgezeichnet, weißt du? Er hat sich auch gerade ein bisschen aufgeregt wegen, wegen Ukraine und so. Bruder, es ist eklig zu sitzen. Ja, natürlich ist es eklig zu sitzen. Also, wie ich gerade aus den Bildern erkenne, haben wir gerade Einkauf. Okay? Und den Käse, den ich euch gerade da gezeigt habe, hier, die beiden Käsepackungen, die ihr hier seht, ja, das sind einfach 5 Euro, Dicker. Das sind 5 Euro. Ja? Ich glaube, ich kann mich an den Tag erinnern. Ich kann mich an den Tag erinnern, ich bin runtergegangen, habe meinen Einkauf geholt, bin wieder hochgekommen und wie soll ich dir das sagen? Es ist, jetzt sind das 7 Euro. Ja, ja, genau. Es ist dann immer teurer geworden. Irgendwann zum Schluss, ich glaube zu dem Zeitpunkt war es noch 2,50 Euro. Später ist es dann hochgegangen auf 3 Euro, 3,50 Euro, teilweise sogar 5 Euro. Teilweise hat eine so eine Packung 5 Euro gekostet. Ja, und ohne Gouda kann ich nicht leben. Normalerweise wird dir angeraten, den Einkauf zu kontrollieren, unten, wenn du ihn abholst. Aber das Problem ist, guck mal, es ist so ein bisschen doppeldeutig, ja. Einerseits, wenn Einkauf ist, ist immer Stress, ja. So, die Beamten sind unter Stress, die Gefangenen sind unter Stress, alle sind unter Stress. Warum? Weil der Einkauf muss ja Etage für Etage absolviert werden. Und es gibt einen gewissen Zeitplan. Ja, der Einkäufer oder der Verkäufer, wie man auch immer ihn betiteln möchte, in dem Fall Massak, ja, Massak ist ein Unternehmen, der beliefert, glaube ich, 150 Gefängnisse in Deutschland insgesamt. Und normalerweise wird dir geraten, zu kontrollieren. Andererseits wird dir aber auch gesagt, schnell, weißt du, so. Und deswegen nimmt man sich nicht immer die Muse, alles zu kontrollieren und dann gibt es ein böses Erwachen. Entschuldigung, es sind 400 Gramm, habe ich 500 Gramm gesagt? Nee, ne? Egal, 400 Gramm drauf. Auf jeden Fall nimmst du einen Einkauf, gehst hoch, weil du einfach keinen Bock hast, unten alles zu kontrollieren, weißt du? Weil auch Stress gemacht wird, Druck, seid ihr fertig und so weiter und so fort. Dementsprechend bin ich diesen Tag hochgekommen und mein Käse hat gefehlt. Digga, ich bin innerlich gestorben. Ich bin innerlich gestorben, mein Käse. Das ist sehr, sehr fundamental, ne? So, gerade was Frühstück, Abendbrot angeht, wenn ich meinen Käse nicht habe, Alter, ich gehe an Decke, weißt du? Deswegen freue ich mich jetzt gerade darüber, dass ich habe meinen Einkauf genommen, habe ihn hochgebracht, habe kontrolliert, habe gesehen, mein Käse fehlt, alles klar, ich muss nochmal runter. Geh nochmal runter und das Gute ist, da es kühle Artikel sind die in der Regel, also so ein Gouda zum Beispiel, wenn er vergessen hat, ihn bei mir reinzulegen, dann wird ihm das spätestens am Ende des Einkaufs, wird ihm das auffallen. Weil plötzlich im Kühlartikel sind noch Sachen. Aber Kühlartikel, die nehmen keine Kühlartikel auf Verdacht mit, sondern Kühlartikel werden nur auf Bestellung mitgenommen. So. Das bedeutet, wenn bei dir am Ende Kühlartikel übrig bleiben, weißt du, dass du jemanden vergessen hast, seine Ware in den Korb zu legen, so. Weißt du? Das ist das Ding. Ja, deswegen bin ich gerade glücklich, glaube ich, ne, dass ich meinen Käse noch bekommen habe. Von Massak. Habe ich ja bereut, weißt du? Hätte ich lieber wegen des Todes aufgezeichnet, weißt du? Er hat sich auch gerade ein bisschen aufgeregt wegen Ukraine und so. Ich habe mich erstmal aufgeregt über den Preis. War vor kurzem noch 2,50, ja? So, jetzt kostet 3,50 einfach, ne? Man merkt wieder alles. Ah, siehst du? Ich sag schon, er hat schon 3,50 gekostet zu dem Zeitpunkt. Ich sage jetzt noch, er hat 2,50 gekostet, jetzt 3,50. Genau, hier, ja genau. Hier war schon, die Inflation war schon am Start, Bruder. Die Inflation war schon am Start. Es wird in der Ukraine hergestellt, einfach alles, was wir konsumieren, wird einfach in der Ukraine hergestellt, so. Darauf meinte er, wartet also seit Februar auf sein Auto. Meinte er, wie, was hat das denn mit Ukraine zu tun? Er meinte, ja, die haben da früher die Kabelstränge irgendwie gemacht, jetzt haben sie es nach Polen verlagert, aber jetzt die neue Ausrede wegen den Chips. Aber die Chips kommen aus Taiwan und nicht aus Ukraine. Und Taiwan hat gerade erst begonnen, beziehungsweise beginnt gerade. Also das heißt, verstehst du, was ich meine? Also das ist alles Blödsinn, Digga. Wir haben hier alles manipuliert. Also der Massak ist auf jeden Fall auch einer. Dabei auf jeden Fall. Hier seht ihr hier Einkaufskiste, hier unten. Ja, ein bisschen verdeckt von meinem Bild.
Hier unten seht ihr, die Einkaufskisten liegen noch. Tür ist noch offen. Man sieht, das Geblech. Jetzt ist üblicherweise so, Sachen in den Kühlschrank bringen, seine Einkäufe eintreiben und so weiter und so fort. Das ist der Film, der jetzt gerade abgeht. So, so, ja. Ja, oh, hier, Feuchtetücher. Feuchtetücher dürfen nicht fehlen natürlich. Hier, wie ihr seht, hier wurden gerade ein frisches Paket Feuchtetücher angeliefert. Hamburger machen, ich habe eigentlich Todeshunger. Aber ich gebe mir das hier später auf. Später sind nochmal 2 Stunden. Wenn ich jetzt Hamburger mache, bin ich später wieder so hungrig, dass ich nochmal Hamburger mache. Aber ich habe genau für jeden Tag 2 Stück ausgerechnet. Und das, den Rest müssen wir halt ein bisschen dribbeln. Mit Obst. Dies, das, du weißt noch. Obst, dies, das. Es ist deutlich weniger, Digga. Man merkt, es ist deutlich weniger. Es ist deutlich weniger, Digga. Normalerweise hätte ich locker für dieses Geld jetzt. Wie war das jetzt? Siehst du, ich merke schon, dass die Inflation reinballert, dass ich für, ihr müsst euch vorstellen, nachdem Corona kam, durften wir jede Einkauf 143 Euro Einkauf machen. Ja? 143 Euro. Vorher waren es 128, glaube ich. So. Und dann waren es 143. Also zweimal im Monat 143 Euro. Und du hast sofort gemerkt, als die Inflation kam, als die Produkte teurer wurden, du hast direkt gemerkt, Scheiße, Alter, es ist nicht mehr das Gleiche. Ich habe nicht den vollen Einkaufsbetrag ausgeschöpft, weil nur 11 Tage sind. Ja, knapp 120 Euro. 120 Euro, Digga. Und die Hälfte davon für Getränke. 120 Euro, die Hälfte davon für Getränke, Alter. Nicht irgendwie Pepsi, Cola, Mola oder Uludag. Hier. Hier. Fake-Profil einfach. Diese Käse wandert auf jeden Fall in die Mülltonne, Alter. Reicht doch langsam, Alter. Ich suche jetzt jemanden, ne? Weil ich esse dieses Zeug nicht. Ich suche jetzt jemanden, dem ich das geben kann, dem ich das in die Hand drücken kann. Der Bilo, ach es, er hätte gekauft mit dem Whisky, Bilo 500 Mille mit einem Kuh und dann geht's ihm recht krass mit dir. Habe ich es jetzt weggeschmissen, Alter? Ich glaube, ich habe es weggeschmissen, Alter. Weil keiner da war, Digga. Keiner ist da. Keiner ist da, Digga. Keiner ist da, Digga, was soll ich dir sagen, Alter? Keiner ist da. Was soll ich dir sagen, Digga? Ey, guck mal. Ey, Digga, hör mal zu. Bevor falscher Dings jetzt aufkommt, ja? Pass auf. Also, normalerweise, wir werden noch die ganzen Aufnahmen durchgehen, ja? Ihr werdet sehen, es gibt Pascal normalerweise, ja? Pascal ist normalerweise der Mensch. Pascal ist normalerweise der Mensch, der diese Sachen immer kriegt, ja? Und er ist einer der wenigen, der sie annimmt. Okay? Er ist einer der wenigen, der sie annimmt.
Und ich schwöre, ich habe normalerweise, ich habe diese Käse und diese Wurst und egal, alles, was ich nicht esse, habe ich immer ihm gegeben. Ja, so. Das Problem ist, irgendwann, ich habe ihn ja so mies überfüllt mit Lebensmitteln, der Typ war voll. Der Typ war voll bis hierhin. Das bedeutet, am Anfang, ich komme zu ihm, ich so, ey, hier, Bruder, willst du diese Käse, willst du diese Wurst, willst du diese Quark, willst du diese dies, willst du diese das? Und er so, oh ja, geil, oh ja. Am Anfang, er konnte es nicht fassen. Er so, ey, er verschenkt sein Essen, so, weißt du? Er konnte es nicht fassen. Und ich so zu ihm, ich so, ey, Dicker, ich würde sonst wegschmeißen, Digga. Weißt du, was ich meine? So, nimm lieber, weißt du, bevor ich wegschmeiße, so, ne? Und das Ding ist, nach ein paar Wochen, ich hab's alles auf Tape, Dicker. Ich hab alles auf Tape. Nach ein paar Wochen irgendwann, ich komme zu ihm, ich biete ihm Sachen an. Er ist so, oh, was hast du denn da? Oh, nee, da habe ich ganz Kühlschrank voll. Weißt du? So. Das ist das Problem. Das bedeutet, normalerweise, spulen wir kurz zurück. Moment. So, normalerweise seht ihr hier einen Kühlschrank. Ne? Hier Kühlschrank. Tür ist schon offen natürlich, weil jemand wusste, dass ich komme, deswegen ist die Tür offen, ganz klar. Hier oben auf Kühlschrank. Normalerweise habe ich die Sachen immer hier oben auf den Kühlschrank gelegt. Das Problem ist, es ist Sommer jetzt gerade. Ne? Was soll ich Käse auf den Kühlschrank legen, Digga? Es bringt absolut gar nichts. Erst nach einer halben Stunde am Schwitzen und am Machen und am Tun, das ganze Ding ist drüber. Weißt du? Das ist kein Loch. Das ist die Klappe vom, das ist die Klappe vom Mülleimer. Hier. Das sieht nur so aus. Das ist kein Loch. Das ist die Klappe vom Mülleimer. Ich weiß, sieht sehr unhygienisch aus. Das ist, ja, was soll ich sagen? Ne? Und dementsprechend, normalerweise früher habe ich so gemacht, ne? Weil mir war zu schade wegzuwerfen. Ich habe auf Kühlschrank gelegt. Ja, so. Und das Problem ist, später kommt der Hausarbeiter kommt, sieht auf dem Kühlschrank liegen tausend Sachen, so, nimmt die und packt die in die Mülltonne, fertig. Fakt ist, es wird jeden Tag sehr viel Essen im Knast weggeschmissen. Sehr, 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 sehr viel, okay? Weil einfach teilweise auch richtige Scheiße geliefert wird, weißt du? So. Ich zum Beispiel, ich habe das Knastessen, bis auf die Brötchen, habe ich das kaum angefasst. Siehst du? Ich habe mich die ganze Zeit selbst versorgt. Das heißt, ich habe Einkauf gemacht, hab selbst gekocht und so weiter und so fort. Wenn ich nicht gekocht habe, dann habe ich halt Cornflakes, Yum-Yum-Nudeln, Butterbrote gegessen, weißt du? Deswegen, Bro, ich check nicht, wie du das geschafft hast zu filmen und du läufst einfach damit rum, komm nicht drauf klar. Oh, Mann. Ich bin nicht stolz drauf, aber ey, was sollst du machen? Du isst es nicht. Du findest niemanden, der es nimmt, weil es bleibt schon so viel übrig. Ne? Was willst du damit machen jetzt? Was willst du? Soll ich das in meine Zelle lagern? Und manchmal kommt hier Stinkekäse. Deine ganze Zelle stinkt einfach, ja, von vorne bis hinten. Unnormal. Und dann geht's direkt raus. Boah, hier, siehst du? Da ist meine Ausbeute. Hier ein bisschen Mortadella. Ja, Mortadella. Halal, einer auf den. Ne? Halal-Mortadella, auf jeden Fall. Halal, auf jeden Fall. Frischkäse, Dicker. Frischkäse darf nicht fehlen, Alter. Ich sage, Dicker, ohne Frischkäse und Gouda geht bei mir ja nichts, Alter. Aber ja, nichts. Hier, Butter haben wir hier. Butter an der Seite. Mais natürlich auch ganz wichtig, ne? Hier haben wir noch Hamburger und so, liegt hier so ein bisschen hinten, ne? Ja. Perfekt, Digga, perfekt geblurrt, Digga, perfekt, perfekt. Es ist gerade Wochenende, Samstag, ne? Nur für euch damit ihr Bescheid wisst. Samstag ist immer Einkauf, ja? Samstag ist immer Einkauf. Also jeden zweiten Samstag. Manchmal auch nur jeden dritten. So, hier habe ich mir gerade meine Mortadella geholt. Die werde ich mir jetzt gleich mit dem Brötchen, die hier. Ich mache mal kurz meine Cam weg. Hier seht ihr Brötchen liegen. Hier, an der Seite. Ja? Diese Brötchen werde ich mir gleich mit Mortadella geben hier. Schön ein Kaffee dazu. Schmeckt. Auf Schnelle.
So, hier sind Kühlschrank. Hier, das ist er. Das ist Pascal hier. Das ist Pascal, Bruder. Da ist er. Der Übeltäter. Ey, der frisst, ne? Ohne Ende. Aber ist immer so. Ich weiß nicht, was für ein Stoffwechsel er hat. Ich hatte früher auch so einen. Ey, unnormal. Da ist er. Dicker, der Bart guckt schon, Dicker. Komm gleich, guck mal. Rittner guckt schon. Ich denke, hier ist mal Steherei, wenn ich so rumstehe, ja? Das Ding ist, die haben gerade, guck mal, ich habe ein paar Jüngere auf meiner Station, ja, mit denen ich mich gut verstehe, weißt du, was ich meine? Das sind meine Homies. Die werden auch noch sehr viel zum Einsatz kommen während des Tagebuchs, ja. Dementsprechend, ja, ein bisschen jünger, ein bisschen wilder, ne, und so und am Schreien immer, am Lachen, ah, und so weiter und so fort, weißt du? So. Und immer wenn es so laut ist, die Beamten denken immer direkt Schlägerei, weißt du? Und die werden immer so hellhörig, sitzen dann im Büro und gucken schon, ab und zu kommt einer raus, kommt in die Küche, fragt, alles cool, wie läuft's und so, blibla. Weißt du? Deswegen kam ich gerade in die Küche und meinte, ey, Dicker, Beamte, guck schon komisch, Alter, ihr schreit schwer zu laut, ja? Der arme Junge, ne? Er ist vom Stuhl gesprungen fast, wa? Ja, siehst du? Und ich merke am Blick gleich, ob die gucken so von wegen so, ey, was soll die Scheiße oder. Stress? Ja, so, ja, nach hinten. Was war sein Blick? Stress? Ja? Wer macht denn dein Kopf ein wirklich hier? Stell mal vor, du bist mit der 8. Strafkammer gelandet. Ja? Und du hast mich hier erwürgt. Ja, packen kann ich, Dicker. Kühlschrank packen kann ich, Dicker. Jawohl, Alter. Alles auf Kante, Dicker. Ich nutze jeden Millimeter von diesem. Ey, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, dieser Kühlschrank, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das. Also, ihr wisst ja, wie groß. Tetris, Bruder. Original. Knast-Tetris. Original. Bruder, du siehst ja, wie groß dieses. Wie groß der Frischkäse ist, ne? Man sieht das ja. Man erkennt das ja hier, ne? So, wie groß der Käse ist. Das heißt, ihr habt ungefähr ein Gefühl dafür, wie groß dieser Kasten hier ist. Dieser Kasten ist so groß wie ein Schuhkarton ungefähr. Okay? Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Schuhkarton zur Verfügung, es ist Sommer und du musst deine ganzen Frischkäse, Käse, Butter, Hamburger, Eier, Quark, Gemüse, bla 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 bla. Ey, du sagst es, Dicker, du sagst es, da passt kein 2 Wochen Einkauf rein. Also muss man dribbeln. Also muss man dribbeln, okay? Ich hatte irgendwann 2 Kühlschränke. Auch das hat nicht gereicht, aber immerhin, weißt du? Und dann weicht man ab und zu noch auf einen anderen Schlüssel von jemand anderen aus oder so, weißt du? Falls, ja, weil es gibt viele Leute, die benutzen ihren Kühlschrank so gut wie überhaupt gar nicht, weißt du? So gut wie wirklich gar nicht. Und dementsprechend kannst du damit den einen oder anderen Deal machen. Früher war das so, du konntest einfach den Schlüssel nehmen von dem anderen. Ja, konntest dir es an deinen Schlüsselring dran machen und dann konntest du einfach zu und aufmachen. Irgendwann haben die gemerkt, es gab zu viel Tauscherei mit Schlüsseln und Leute sind entlassen worden, Schlüssel nicht zurückgegeben. Dann plötzlich war es der falsche Schlüssel zu einer ganz anderen Zelle, weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Fach hier in diesem Kühlschrank gehört zu einer Zelle. Ja, also das Fach ist an die Zelle gebunden quasi. Ja, das Kühlfach ist an die Zelle gebunden. So. Und da es viel Durcheinander gab und so weiter und so fort und auch Geschäfte und so weiter, ne? Dementsprechend haben die irgendwann gesagt, okay, alles klar, ab jetzt, wir machen jetzt so feste Ringe, die du auch nicht aufmachen kannst, ne? So feste Ringe. Und da befestigen wir den Zimmerschlüssel und den Kühlschrankschlüssel dran. Das heißt, du kannst nicht mehr abmachen. Weißt du, was ich meine? So. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Kühlschrank von jemand anderem nutzt, musst du ihn jedes Mal suchen. Du musst ihn, vielleicht schläft er, vielleicht kackt er, vielleicht wichst er, vielleicht hat er einfach keinen Bock gerade. Weißt du, was ich meine? Du bist immer in diese, ey, Dicker, kann ich mal den Schlüssel nochmal haben und so, dies, das. Weißt du, es ist sehr unangenehm.